damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Weihnachtsspecial Marvins Mittens. Mein Name ist Rotmack und wir sind auf der Suche nach dem verlorenen Handschuh. Uns wurde ein Handschuh vor unserer Nase weggeschnappt und gestohlen. Und wir haben diese Elfen, an denen wir gerade vorbei radeln, haben getroffen und auch denen wurde jeweils ein Handschuh gestohlen und wir sind nun auf der Suche nach dem Übeltäter. Ja, heute ist der 25. Dezember. Ich wünsche euch allen wunderbare Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt gestern auch schon ein schönes, besinnliches Fest gehabt. Wer weiß, vielleicht gibt es heute noch einmal viel zu essen, viel zu trinken und viele nette Leute, die ihr treffen dürft an Weihnachten. Ja, bei mir fängt das Ganze erst heute an. Ich hatte gestern eigentlich noch nicht so weihnachtliche Stimmung. Ich musste gestern noch arbeiten. Aber heute beginnt auch für mich das Weihnachtsfest. So, aber heute wollen wir erst einmal, wie gesagt, die Handschuhe finden und dem guten Marvin hier auch ein schönes Weihnachtsfest bescheren damit. So, wir sind angekommen. Wo wir ankommen sollten. Und zwar hier im Walde. Wo sind wir denn? Wir sind in Moundstal. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Level es noch geben wird, aber ich denke mal, wir sind schon relativ weit. Und das Ziel ist eigentlich wirklich, dass wir heute das Ganze hier abschließen können. Dieses kleine Projekt, dieses kleine Weihnachtsspecial. Und ja, mal schauen, was da die Lösung des ganzen Problems sein mag. Wer der große Übeltäter ist. Und ob wir tatsächlich alle Handschuhe wieder heil finden. Hallo, kleiner Mann. Ja, ich mache mit dir mal gar nichts. Ich will einfach mal schauen, wo es hier weitergeht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Ich habe eine kleine Aufnahmepause gemacht von einem Tag, zwei Tagen. Ich habe die anderen beiden Folgen ja ein bisschen voraufgenommen. Und jetzt heute soll es hier weitergehen. Oh, ist es das Level? Nee, ist nicht das Level mit der Wolke. Da sind wir schon länger vorbei. Aber wir gehen hier mal hoch. Und jetzt habe ich nicht geschaut, haben wir hier alles? Nee, hier haben wir nicht alles. Wir haben 11 von 78. Also hier hat uns Mutti das letzte Mal zurückgerufen. Und jetzt wollen wir natürlich hier weiterkommen. Weiter hinaus. Mehr Schneeflocken sammeln. Damit wir auch weiter springen können. Oder fliegen, ja? Nee, wir fliegen nicht. Wir fallen. Elegant. Ja, wer dieses Zitat dem richtigen Film zuordnen kann, unten in die Kommentare, Freunde. Ein Klassiker. So, kommen wir hier hoch? Nee, das schaffen wir nicht. Da fehlt noch relativ viel. Aber wir haben so viele Schneeflocken gesammelt. Und ich weiß immer noch nicht, ob wir hier eigentlich alle Schneeflocken sammeln müssen, dass wir das Spiel überhaupt beenden können. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das auch so beenden können, ohne dass wir jedes Level hier zu 100% schaffen. Da, so kommen wir also rauf. So können wir die ganzen Schneeflocken hier auch sammeln. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier eher nach rechts oder nach links gehen sollte. Wir machen jetzt einfach mal einen Weg, den ich als den richtigen empfinde. Und hoch, immer höher hinaus, ist sicherlich nicht verkehrt. Da gibt es ja Schneeflocken. Das ist auch schön, da sieht man immer, wo wir eigentlich schon waren und wo wir noch hin müssen. Oh, da ist noch eine Schneeflocke, die nehmen wir auch noch mit. Hier, die hätte ich fast übersehen. Oh, ja, das reicht. Oh, wir kommen richtig hoch. Ja, richtig hoch hinaus. Ja, ich weiß, unten gab es auch noch eine Schneeflocke. Aber wir gehen jetzt erst einmal diesen Weg. Eieiei, kommen wir. Wir kommen richtig, richtig hoch hinaus. Das ist krass. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, Freunde. So. Da ist so eine Schneeflocke. Sehr schön. Ah, da bin ich schon fast. Da bin ich schon fast zu übermotiviert. Ja. Gehen wir mal hier. Ich kann vielleicht jetzt hier kurz runtersteigen. Um die da auch mitzunehmen. Da ist auch noch eine. Wie viel haben wir denn jetzt? 33 von 78. Und ich bin der Meinung, wir haben extrem viele Schneeflocken. Insgesamt. Ja, wenn jemand schon mal gespielt hat, würde mich sehr interessieren, wie viele Schneeflocken er schlussendlich gesammelt hat. Er oder sie natürlich. Oh, nein!
Nein, nein, nein. Okay, wir müssen nochmal hoch. Ich bin gerade so ein bisschen, noch am Anlernen wieder, ne? Die Anlernstufe, die ich hier nochmal durchgehen muss, anscheinend. Es ist nicht ganz einfach, aber wir sollten das schon hinkriegen. Yes! Yes! Alle genommen. Auf diesem Wege zumindest. So, hier geht's hoch. Oh yeah! Es geht richtig hoch hinaus, Freunde. Also, da gibt's nichts zu meckern. Gegen oben ist noch Platz hier. Ne? Habe ich wahrscheinlich hier auf unten noch ein paar Schneeflocken vergessen mitzunehmen. 75 von 78 ist auch ein großer Level jetzt hier. Anscheinend. Aber wir machen einfach mal da weiter. Wo wir das Gefühl haben, das kommt hier schon gut. Nur die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Ja, ich muss wohl wieder zurück, so wie es scheint. Da haben wir alles genommen. Dann gehen wir wieder zurück. Hier können wir wahrscheinlich nicht runter, ne? Das geht ja nur rauf hier, der Strudel. Oh, da gibt es noch eine Wolke. Habe ich gar nicht gesehen beim ersten Moment. Nehmen wir natürlich auch mit. So. Ist das vielleicht schon der letzte Level? Wäre ein bisschen seltsam, ne? Ne, ich denke, das geht noch weiter. Der Weg ist ja noch weiter eingezeichnet. Also denke ich auch, wir werden hier noch weiter hinaus können. Und da gibt es auch noch Schneeflocken. Ich sehe die schon fast gar nicht mehr, die Schneeflocken. Ja, wie habt ihr es so eigentlich? Habt ihr weiße Weihnachten gehabt? Oder habt ihr weiße Weihnachten? Ist ja immer noch aktuell. Bei uns in der Schweiz hier, zumindest in Bern, ist es eher nass als weiß. Bisschen schlechtes Wetter die letzten Tage gehabt. Mild bei, ich sag mal, 12 Grad, ne? Im Schnitt. Aber halt leider nicht weiß. Es ist schon was, was mich irgendwie ein bisschen stört, ja? Früher war alles besser. Nein, nicht unbedingt, aber ich weiß auch, als ich ein Kind war, wir hatten immer weiße Weihnachten. Zumindest gefühlt, ne? Und seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, es gibt gar keine weiße Weihnachten mehr. Eher nur noch nasse, schmutzige, kalte Weihnachten, aber nicht weiße. So, wie viel haben wir beim letzten jetzt genommen? 64 von 78 ist gar nicht mal so schlecht für einmal einfach so durchzulaufen. Wir hatten aber auch kein Tier mit dabei, ja? Wir hatten kein Tier mit dabei. Müssen wir schauen, ob wir hier wieder Tiere finden, die wir zeichnen können. Und da gibt es auch wieder was zu malen. Ey, malen. Was sag ich denn mit malen? Zu Berg bauen. Füll mir dieses Loch auf, mein Lieber. Danke dafür. Wie kommen wir denn da raus? Ah, gut. Das ist die nächste Verbindung. Da haben wir gestoppt beim letzten oder am Anfang dieses Videos. Natürlich super. Wie viele haben wir denn hier? 35 Schneeflocken, die wir hier mitnehmen sollen. Guten Tag, der Herr. Eine warme Schokolade, nicht für mich, danke. Oh, da verpasse ich viele. Da habe ich jetzt ein paar verpasst. Schade. Gut, wir gehen da mal ein bisschen zurück. Nein! Na gut, wir kommen sowieso da wieder raus. Von daher nicht so schlimm. Wie lange hatten wir denn jetzt? Keine 9 Minuten. Eine kurze Geschichte, ne? Naja, ein bisschen ausruhen. Soll nicht schaden, bevor wir da rausgehen und weitere Schneeflocken sammeln gehen. Ja, Tierchen haben wir nicht viele gesehen heute. Noch gar keine. Den Bergbauer haben wir gesehen. Ja, den Kochtopflöffel haben wir gesehen. Den Fuchs haben wir nicht gesehen. Auf jeden Fall geht es weiter am nächsten Morgen. Und es haut uns hier wieder raus aus dem Haus. Und wir schlitteln hier der Sonne entgegen. Guten Tag. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich ein... Ich habe gesagt, das sei ein Stachelbär, oder? Könnte auch ein Igel sein. Ich weiß es gar nicht. So, Stachelbär wahrscheinlich gar nicht, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist egal. Hauptsache ein kleines, süßes Tierchen. Auf jeden Fall.
So. Einmal durch die ganze Geschichte hier hindurch. Wir kommen jetzt auch ein Stück weiter, als wir zu Beginn dieses Videos gekommen sind. Ja, springen nicht vergessen. Jump. Da muss ich noch was drücken, sonst gehen wir hier ins Loch hinunter. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen hier schön weiterkommen. Ja, Montal, da haben wir beim letzten Mal gestoppt. Stoppen wir auch heute. Aber wir können jetzt hier durchlaufen. Und kommen da wieder raus. Sehr schön. So, vielleicht kriege ich jetzt auch die Schneeflocken, die ich beim letzten Jump hier vergessen habe. Das Problem ist natürlich jetzt... Ja, nee. Schon wieder verpasst. Ich darf nicht so weit springen. Aber ist egal. Wir haben genug. Wir haben genug Schneeflocken. Da oben hat es auch wieder ein paar. Ja, wenn man schaut, wir kommen so hoch hinaus. Also ich denke mal, das sollte auch für das große Finale, was uns vielleicht erwartet, ich weiß es nicht, sollte das reichen. Ja. Sehr gut. Da unten gibt es da auch noch. Oh, da drüben. Ja, die haben wir jetzt natürlich nicht mitgenommen. Kommen wir da wieder zurück. Das sieht gut aus. Ah, ich komme da gar nicht runter. Ich muss hier von hier aus. Aber das ist easy für uns, ne? Easy. Keine Herausforderung für unseren kleinen Marvin. Der es weiß, hier zu fliegen. 17 von 35. Naja, alle werden wir wahrscheinlich jetzt nicht machen hier. Wir wollen da auch dann ein bisschen weiterkommen. Und mal schauen, wer hier die ganzen Handschuhe auf dem Gewissen hat. Das ist eigentlich das Wichtige. Denn umso länger wir keinen Handschuh haben, oder den einen nicht haben, umso größer ist unsere Erkältungsgefahr. Und wir wollen uns ja nicht erkälten vor Weihnachten, ja? Deshalb heißt es, Marvin, geh und suche den guten Handschuh. Ja, alle mitgenommen, oder? Waren das alle? Das waren, glaube ich, alle. Noch 5 Stück sind... Oh, da gibt es noch ganz viele. 3 Stück heißt, uns fehlen noch 2. Und das sind die 2, die wir hier beim Fallen mitnehmen können. Also wir hätten hier eigentlich auch schon wieder alle Schneeflocken gesammelt. Jetzt hoffe ich, wir treffen das. Mit diesen Schneeflocken. Einer hier, 2 hier und fertig. 35 von 35 Schneeflocken. Mei, sind wir gut. Und es geht wieder runter vom Berg. Okay. Runter geht's. Ja, aber sachte. Wir wollen ja die Schneeflocken mitnehmen. Oh, da habe ich einen verpasst. Da habe ich einen verpasst. Da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hoch. Nee, das schaffen wir nicht mehr, hier hochzukommen. Aber wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. So, vielleicht ein Tierchen noch? Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere wir bereits haben. Und wie viele wir noch haben müssten. Da müssen wir runter, aber ich gehe erstmal diesen Weg entlang hier. Wie viele gibt es denn hier? 35 Stück wieder. Wir haben jetzt bereits 10. Da oben ist nichts. Also wir gehen hier mal runter ins Loch. Voll die süße Stimme. Immer wieder. Yippie! Oh, da drüben wäre was gewesen. Aber, naja. Vielleicht ein andermal, ne? Vielleicht ein andermal. Man muss auch ein bisschen sich in Geduld üben. Dabei kann ich alles beim ersten Mal mitnehmen. Das soll uns auch eine Lektion sein. Von diesem Spiel. Wer alles haben will, der muss halt ein bisschen Durchhaltewille zeigen. Ein paar Mal das Ganze versuchen. Und dann kommt die ganze Geschichte auch gut. Ist ja meistens so im Leben, ja? Wenn etwas nicht klappt beim ersten Mal, nicht gleich aufgeben, sondern nochmal versuchen. Und vielleicht nochmal versuchen. Und da ist noch ein Sternchen. Gut. Und irgendeinmal klappt die ganze Geschichte dann auch, so wie man sich das vorgestellt hat. Oh. Da sind wir richtig runtergefallen. Okay, jetzt bin ich wieder da.
Und da gibt's Sterne. Schneeflocken. Okay. Wie viel hatten wir jetzt? 33 von 35. Gar nicht mal so schlecht. Und wir sind im nächsten Level. Sehr nice. Bibidi-bappidi-boppidi. Der kleine Italiener macht uns hier wieder die Tür auf. Das heißt auch hier wieder, der Weg ist frei. 40 Stück gäbe es hier. Und wir fangen schon mal an, fleißig Schneeflocken zu sammeln. Den Kakao, den lassen wir liegen. Danke dafür. Aber heute wollen wir den Handschuh und keinen warmen Kakao. Auch hier wieder der rote Bändel. Ich weiß nicht, ob der... Gibt der vielleicht an, dass ein Tier in der Nähe ist oder so? Nee, das ist der Hand... Das sind doch Handschuhe wahrscheinlich. Das ist irgendwie... Das sollte wohl, ein Faden sein. Ein roter Faden von den Handschuhen, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So, da geht es dann auch weiter. Wir gehen aber noch ein paar Schneeflocken sammeln, bevor wir da weitergehen. Ihr wisst es, wir wollen möglichst viele mitnehmen. Auch wenn wir nicht 100% schaffen werden wahrscheinlich. Aber wir nehmen mit, was wir finden. Oh, da, nein. Okay, eine Fledermaus. Eine Fledermaus, wissen wir jetzt, die ist hier in diesem Level. Werden wir nachher noch kurz uns holen gehen, ja? Die muss in der Höhle sein. Kann also nicht schwierig sein. Die sind ja nicht immer am gleichen Ort, glaube ich, ne? Haben wir mal rausgefunden. Die können an verschiedenen Orten sein im Level. Und ich würde vorschlagen, wir gehen zurück. Oder? Wie viele haben wir denn? 40 von 40 haben wir jetzt hier schon. Eieiei, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Einmal du kurz hindurchgegangen hier und 40 von 40 mitgenommen. Wir nehmen aber auch die Fledermaus mit. Nee, lass stecken. Wir lassen die Fledermaus erstmal noch da sein. Vielleicht holt uns Mutti wieder zurück. Und dann können wir beim nächsten, der nächsten Runde, wenn wir da rauskommen, die Fledermaus auch mitnehmen. Wo sind wir denn hier? Twilight Plains. 46 gibt es hier. Schneeflocken. Also gehen wir auf die Suche. Wo mögen die bloß sein? Ich sehe noch gar keine. Bin ich irgendwie zu tief? Keine einzige Schneeflocke. Aber es ist ein schöner Hintergrund. Der Marvin, der watschelt hier auch durch die Weltgeschichte hindurch. Das mag er auch spüren. Alter, sag mal, kommt hier irgendwas? Der läuft und läuft und läuft. Das muss entweder unten durchgehen oder irgendwo oben lang. So. Hat nicht gereicht. Sollte aber noch reichen. Oh. Ist einer der kleinen Elfen. Der fliegende Elf. Oh, das gibt Kopfschmerzen. Das gibt Kopfschmerzen, meine Freunde. Bisschen zu viel Glühwein getrunken, ja? So, da oben, die nehmen wir auch mit. Sehr schön. Hier haben wir noch zwei. Aber da fehlen ja noch jede Menge. 42 Stück sollten wir noch sammeln können. Da stellt sich mir die Frage, wo denn bitte? Außer der Level ist noch riesig, ne? Da drüben gibt es auch noch eine. Hätte ich die fast verpasst. Aber nee, wir nehmen alles mit. So, runter, so. Ich gehe da so Step by Step, ne? Bloß nicht überhasten. Nein, komm. Ja, puh. Glück gehabt. Hätte mich fast rausgeworfen da. Vielleicht muss man da auch noch raus, wenn man alle Schneeflocken haben will. Aber ich gehe jetzt hier erstmal weiter. Auf dieser Seite gibt es auch noch drei. Und sogar noch mehr. Oder gehen wir rechts rum. Oh, das sind ganz viele. Aber wie kommen wir denn bitte da? Muss ich da vielleicht mit dem Schlitten? Muss ich da vielleicht mit dem Schlitten lang?
Aber das geht ja kaum, oder? Oder von hier oben vielleicht. Ja, da sieht man's. Der Schlitten. Hab ich mir schon fast gedacht. Auf den Schlitten. Und go. Oh, ich war zu tief. Oh, was ist denn? Nein, das war jetzt nicht so gedacht. Ich muss auf B drücken. Da sieht man's. Ah. Ja, diese eine Schneeflocke müssen wir wahrscheinlich von oben dann einsammeln. Nicht direkt mit dem Schlitten. Weil den kann ich nicht großartig steuern. Aber jetzt erst einmal über den Wolken. Da, wo es am schönsten ist. Für den kleinen Marvin. Und weiter hinauf geht's. Was ist denn hier für ein Level? Wir sind viel zu hoch, meine Lieben. Das hat doch nichts mehr mit Bergen zu tun. Das ist viel zu hoch für den Marvin. Der braucht eine Sauerstoffmaske. Der könnte hier gar nicht mehr atmen, Freunde. In dieser Kälte, hier oben. Eieiei. So, den Schlitten. Und, oh, die kriege ich nicht. Oh, Moment. Oh, nein. Das war jetzt too much. Oh, ich muss zurück. So viele. Richtig viele. Oh, komm mal. Richtig viele, die man so nicht einfach so erwischen kann, ne? Also ich denke, da werden wir... Na gut, noch 10 Stück ist gar nicht mal so übel. Ich dachte, wir sind hier erst auf so 15 Schneeflocken oder so. Ah, hier einmal gestoppt. Hier einmal rauf. Die beiden können wir vielleicht auch so erwischen. Das sind sogar 3. Ja, das war sogar schon zu hoch. Ey, sag mal, jetzt haben wir sie. Okay, da ist auch noch eine. Die haben wir auch. Wie viel haben wir denn jetzt? 43 von 46. Da fehlt jetzt nur noch eine. Nein. Geh mal weg hier, so. Noch eine fehlt und ich weiß auch, welche das ist. Jetzt ist die Frage, wollen wir die holen? Aber komm, wir haben schon so ein paar Level ohne... dass wir die 100% erfüllt haben. Also wir gehen erstmal weiter. Müssen wir da vielleicht nochmal durchkommen. Und hier sind wir schon fast an der Spitze des zweiten Berges, des höheren Berges sogar. Das könnte eventuell das letzte sein. 38 Schneeflocken gibt es hier. Ich weiß nicht, ob das der letzte Abschnitt ist oder ob es dann noch weitergeht. Werden wir aber herausfinden. Zumindest nicht weiter hoch. Oh. Das war so nicht geplant. Das war so definitiv nicht geplant. Wir machen hier aber mal weiter. Die Musik hat auch so ein bisschen mehr Spannung angenommen, ja? Also es scheint so ein bisschen dem Ende entgegenzugehen. Wenn ich mich da auf mein Musikgehör verlassen will. Das ist so Endboss-Musik. Oh nein, noch nicht weiter. Wir wollen erstmal noch ein paar Flocken sammeln. Da hat's nicht wenige. So, und weiter geht's. Da unten ist auch wieder die Schneeschaufel, die wir benutzen sollen. Der kleine Italiener schläft wieder irgendwo hier wahrscheinlich. Da ist er. Komm gerne mit und mach mich hier einen Tunnel. Sehr schön. Jetzt frage ich mich, wann dann Mutti uns wieder zurückholt. Ich denke, die holt uns nochmal zurück, bevor es hier zum Endgegner geht. Oh, wir kommen richtig hoch hinaus, aber da geht es nicht durch. Also wir müssen... Also wenn wir da eigentlich
Normalerweise würden wir dann hier mit dem Schlitten durchfahren. Aber da geht's dann nicht weiter. Das ist jetzt die Frage. Nee, auf dieser Seite auch nicht. Wir müssen hoch, ne? Wir müssen den Strudel nutzen. Den Windstrudel. Die Böhe. Da ist sie. Hoch geht's. Nach oben. Geht's noch weiter hoch? Ah, für uns erstmal nicht hier. Aber auf dieser Seite. Oh, was mache ich denn? Was macht der gute Rotmack denn? Das weiß er selber nicht so genau. Sag mal. Sollte doch hier hochgehen. Ich kam doch beim letzten Mal hier auch rüber. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Muss ich da einen bestimmten, im richtigen Moment rein? Eieiei, was ist denn da los? Bin ich jetzt hier völlig falsch? Das ging doch vorhin auch. Nein, zu früh wieder. Sag mal, Marvin, ist alles in Ordnung bei dir? So, geht doch. Also bitte. War ja ein Klacks, ne? So, da geht's auch noch weiter hoch. Nutzen wir natürlich. Komm, ja, Glück gehabt. Ein bisschen Glück gehabt, ja. Viel Können und ein bisschen Glück. Muss auch sein. So, was haben wir denn hier? Gehen da mal ganz runter. Weil ich denke, hier gibt's... Ach, nee. Nee, Rotmack, das war jetzt nicht schlau. Naja, ein paar Schneeflocken gab es noch. Uns fehlen noch 7 Schneeflocken, ist auch nicht mehr die Welt. Also von mir aus können wir dann auch weitergehen. Ah, jetzt wieder die Geschichte. Aber das sollte jetzt besser gehen. Eieiei, sagt er und fällt runter. Sag mal. So, jetzt aber. Nein! Das war wieder zu früh. Ich muss ein bisschen Geduld haben. Ich habe doch vorhin von Geduld gesprochen. Und selber, ne? Nein! Wieder nicht! Das ist aber auch nicht ganz so einfach. Also, ist im Gegensatz zum Rest des Spiels, muss ich sagen, ist das ganz schön knifflig hier. So. Nicht, dass es jetzt schwer wäre, ne? Aber wir sind uns so einen Schwierigkeitsgrad einfach nicht gewohnt. Ach du meine Güte. Jetzt falle ich hier auch noch wieder runter. Das könnte jetzt länger gehen. Entschuldigung, Freunde. Das ist jetzt unpässlich. Wieso habe ich denn jetzt so Mühe gerade? Das Spiel will mir wahrscheinlich eine Lektion erteilen. Dass ich das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen habe. So, komm hoch mit dir. Ja. Nee, das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr. Das geht schon da lang. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen froh. War das ganze Spiel nicht so schwierig. Das wäre ziemlich blamabel geworden. Ah, nicht schon. Echt jetzt, Freunde. Ihr glaubt's mir jetzt vielleicht nicht, ne? Aber das ist eine echte Knacknuss. Ey, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich werde noch hier... Ich gehe noch Enrage. Bei Marvin's Mittens, ne? So. Es ist auch, ich muss dazu sagen, es ist bereits nach 2 Uhr in der Früh. Ich habe bis 1 Uhr gearbeitet. Und wollte jetzt noch dieses Video aufnehmen. Aber dass das solche Mühe macht hier, hätte ich wahrlich nicht gedacht. So, jetzt gehen wir hier weiter hoch. Ich muss dranbleiben. Ja, sehr gut. Schneeflocken habe ich jetzt keine gesehen. Gibt es da drüben noch? Da gibt es natürlich noch. Langsam weiß man auch, wie das Spiel tickt, ne? Gibt es da irgendwas? Nichts als ein Abhang. Und da will ich jetzt nicht runter.
Sie gehen auf der anderen Seite durch. Wie viele sind es noch? 4 Schneeflocken. Wir gehen hier weiter in die Höhe. Aber die 4 Schneeflocken wollen hier auch nicht sein. Naja. North Peak. Sind wir jetzt hier am Ende angelangt? Da ist wieder so ein roter Faden. Die Musik wird wieder leiser. Heißt, es könnte storylastig werden wieder. Erst einmal ein bisschen da rein. Wie viel hätten wir dann hier? 38 Schneeflocken. Wir machen hier einfach mal den unteren Teil. Da gibt es keine Schneeflocken. Okay. Da drüben gibt es. Das sind so ein paar Hilfen, wenn man nicht so viele Schneeflocken bisher gesammelt hat. Wenn man nicht so hoch kommt, wie wir es kommen. Also sagt es mir, dass wir eigentlich relativ gut dran sind. Was die Oh, nicht so schnell, bitte. Da wollte ich noch hoch, aber okay. Da wollte ich noch runter, aber okay. Also, da kommen wir wieder runter. Sehr schön. Ja. Einmal rechts, einmal links. Ah, das schaffe ich. Sehr schön. Die zwei nehmen wir auch mit. 14 von 38. Also eine große Auswahl von Schneeflocken, die man sich hier sammeln kann. Da ist der gute Suppenkasper. Wir machen unbeirrt weiter natürlich, ne? Unbeirrt. Oh, da drüben. Auch nochmal 2. Also wenn jemand in der nächsten Olympiade hier beim Hochsprung mitmachen sollte, dann, meine Lieben, ist es ganz bestimmt Marvin. Ah, ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ist es Superman? Nein, es ist Marvin. Da drüben ist sogar... Oh, ein Adler. Ich wollte ihn zeichnen, konnte es aber nicht. nicht schnell genug. Da hätten wir wahrscheinlich, da müssten wir wahrscheinlich von dieser Seite auskommen. Ja, von dieser Seite her wäre man wahrscheinlich besser dran. Das war, glaube ich, der Start hier, ne? Hätte man, okay. Ja, beim nächsten Mal vielleicht. Wenn es denn noch ein nächstes Mal gibt. Wer weiß, wie schnell wir hier am Ende der ganzen Geschichte sind. Ich weiß es nicht. Da waren wir auch noch nicht. Da gibt es auch noch Schneeflocken, die wir mitnehmen dürfen. Da ist wieder der Suppenkasper. Also von daher sind wir gekommen. Wir gehen also links weiter nach oben. Da schlägt er sich den Kopf an. Aber so kommen wir da ran vorbei. 7 Stück würden uns hier noch fehlen. Da sind wir am höchsten Zipfel des Berges angekommen. Ob es hier irgendwas gibt? Oh, da können wir sogar draufstehen. Cool. Müssen wir jetzt hier irgendwie genug haben, um dann noch höher zu kommen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen schwindelerregend, ja? In diesen Höhen. Wir springen einfach mal und fallen. Und laufen weiter. In die eine Richtung. Wie viel fehlt noch? 4. 4 Schneeflocken. Oder oben?
Da oben geht es weiter. Ah, komm. Einmal richtig hier anständig hoch. Yes! Eine haben wir hier. Weitere gibt es noch nicht. Wo kommen wir jetzt hier hin? Es geht tatsächlich weiter. Lair of the Mitten Thief. Oh! Das ist jetzt aber bestimmt das Ende. Der letzte Level. Wo sind wir denn hier? Ah. Freunde, das wird jetzt interessant. Die Höhle des Handschuhdiebes. Gibt es hier zu sammeln? Ne, da gibt es keine zu sammeln. Keine Schneeflocken mehr. Wir müssen jetzt einfach nur den Dieb finden. Und die Frage ist, ist er eher hoch oben? Ein episches Battle. Na? Mein Handschuh. Und noch andere mit dazu. Hi. Oh. Ah. Die Mutter hat die Handschuhe gebraucht für die Kinder. Ja? Zwei kleine Kinder haben noch keinen Handschuh, um sich zu wärmen. Und wir geben unsere beiden Handschuhe natürlich gerne ab, die wir da gefunden haben, wieder. Und die Mutti kann ihre Kleinen eindecken mit Handschuhen. Oh. Was auch immer das für Tiere sind, aber oh. Marvin ist glücklich. Die Kleinen sind glücklich. Die Mutti ist glücklich. Alle sind glücklich. Ja? Also dann, ihr süßen kleinen Dinger. Ja, ich geh mal weiter. Ich glaube, Mutti muss mir einen neuen Handschuh kaufen. Ciao. Aus der Höhle raus. Direkt nach Hause. Yay! So, Freunde, das war also Marvin's Mittens, unser kleines Weihnachtsspecial für das Weihnachten 2018. Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich hätte noch ein paar Tiere gerne mehr gezeichnet. Und weiß jetzt auch nicht, ob wir hier irgendwie eine Statistik hinkriegen, wie viele Schneeflocken wir insgesamt gesammelt haben, wie viele Tiere wir gezeichnet haben und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es am Ende noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall bedanke ich mich herzlichst fürs Zuschauen von diesem kleinen Projekt hier. Diese drei Folgen, die dieses Weihnachtsspecial beinhaltet. Danke sehr, dass ihr da mitgekommen seid auf die Reise mit Marvin. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten auch gerne Kommentare da lassen, wie hat euch dieses Spiel gefallen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt auf meinem Kanal, dann unbedingt abonnieren, damit ihr auch kein Video verpasst. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, als euch schöne Weihnachten zu wünschen. Ja, ein gutes neues Jahr auch schon. Einen guten Rutsch. Feiert schön. Schaut auf euch. Bleibt gesund. Und ja, wir werden weitermachen natürlich. Ich werde jetzt noch dranbleiben. Ich will mal schauen, was hier passiert, wenn wir nach Hause kommen. Oh, jetzt sind wir zu Hause. Und ob wir jetzt eigentlich, könnten wir jetzt eigentlich einfach weiterschauen, also weiterspielen? Die Level, die wir noch nicht beendet haben, weitermachen? Wir möchten ja unseren Tierpark hier auch ein bisschen erweitern, ne? Oh, quer durch die Wohnung. Weg! Hier, aber Mutti ruft nicht mehr. Mutti ruft vielleicht gar nicht mehr. Achso, nicht, dass hier was zugestoßen wäre, aber sie weiß ja, uns geht es jetzt gut. Und es wird nie mehr Nacht. Nie mehr. Ja, okay, wir könnten tatsächlich noch weitermachen und die 100% holen von diesem Spiel, Marvin's Mittens. Aber das werden wir jetzt nicht. Wir werden jetzt nach Hause gehen, aus dem Fenster schauen und unsere Abenteuer Revue passieren lassen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, schöne Weihnachten euch allen zusammen. Gutes neues Jahr dann auch. Schönen Rutsch und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Euer Rotmec. Ciao.